Dieser Roboter schweißt keine Autos, dieser Roboter klebt Schuhe. Bei der Firma AMF ist man stolz auf die neue Anlage. Und neu ist auch der Schuh in Zusammenarbeit mit Michelin. Bei AMF spüren wir nicht viel von der Krise. Wir exportieren 90% unserer Produktion. Und das hat uns vor den Folgen der Krise bewahrt. In den vergangenen 5, 6 Jahren sind wir jährlich etwa 25% gewachsen. Deshalb können wir nicht von Krise sprechen. Der Hersteller für Sicherheitsschuhe investiert gerade Millionenbeträge in die Produktion und in die Qualifizierung der rund 80 Mitarbeiter. Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg, denn mit Billiganbietern in Asien kann und will die Schuhindustrie nicht konkurrieren. Unser Durchschnittspreis ist der zweithöchste weltweit, deswegen kann man nicht sagen, dass wir bei den Schuhen billig sind. Das gilt auch für diesen Hersteller von Herrenschuhen. Die Produkte gehen in 38 Länder. Direkt nach der EU kommt Japan an zweiter Stelle und die Nachfrage steigt. Im vergangenen Jahr plus 50%. Das soll auch so weitergehen. Deshalb hat Unternehmenschef Paulo Ramos klare Erwartungen an die künftige Regierung. Was ich von der neuen Regierung erwarte, egal welche es sein wird, dass wir zumindest weitermachen können, das Land und die Wirtschaft wieder aufzubauen und gleichzeitig die sozialen Verhältnisse aller Portugiesen zu verbessern. In der Schuhbranche mit ihren rund 40.000 Mitarbeitern scheinen die Jahre der Krise längst abgehakt. Doch auch das Gesamtbild der portugiesischen Wirtschaft lässt den Schluss zu, dass sich einiges verbessert hat. Vor einigen Jahren machten die Exporte der portugiesischen Unternehmen noch 30% der Wertschöpfung aus, jetzt sind es 40%. Und das Handelsdefizit ging von 6% auf fast 0 zurück. Ob das jetzt die aktuelle Regierung zu verantworten hat, ist allerdings schwer zu sagen. 95% der portugiesischen Schuhproduktion gehen in den Export. Im eigenen Land dagegen tun sich die Unternehmer schwer. Wir stellen sehr bunte Schuhe her, durchaus mit gewagtem Design. Und die Portugiesen haben eher einen traditionellen Geschmack. Der ändert sich dann vielleicht durch den Einfluss der Touristen, die immer mehr nach Portugal kommen.